In diesem Video erkläre ich, wie du eine 3D-gedruckte Münzzählmaschine baust. Ich zeige den Entwicklungsprozess und erkläre alle technischen Details. Ich stelle den Arduino-Code vor und gehe auf die einzelnen Punkte im Programm detailliert ein. Du siehst, welche Sensoren ich verwende und wie diese funktionieren. Ich zeige den Schaltplan und wie du den Arduino verkabeln musst. Alle 3D-gedruckten Teile und Vorlagen der Acrylglasplatten stelle ich zum Herunterladen bereit. Diese sind in der Videobeschreibung verlinkt. Die Verkabelung des Arduino ist relativ einfach. Im oberen Bereich siehst du den Arduino mit seinen digitalen Aus- und Eingängen. Hier die analogen Eingänge, an denen die Sensoren angeschlossen werden. An den Datenleitungen des Displays müssen 1 Kiloohm Widerstände eingelötet werden.
Um den Motor anzusteuern, wird eine H-Brücke verwendet. Mit dieser ist es möglich, den Motor mittels BWM drehzahlgesteuert zu regeln. Die H-Brückenplatine hat einen 5-Volt-Abgang, mit dem der Arduino versorgt wird. Um alle Kabeln richtig anzuschließen, muss man einfach nur den Beschriftungen folgen. Damit man die 5 Volt und Ground Leitungen verbinden kann, muss man einen einfachen Verteiler löten. Die Münzen werden der Größe nach sortiert. Jeder der 5 Auswurfkanäle ist für eine Münze gedacht. Die Kanäle sind der Größe nach aufsteigend angeordnet, beginnend mit der kleinsten Münze, also der 10 Cent Münze, und endend mit der 2 Euro Münze. Man muss sicherstellen, dass keine Münzen, die übereinander liegen, mitgenommen werden. Abhängig von der Menge der Münzen und dem Winkel der Drehscheibe werden die Münzen unterschiedlich weit transportiert. Ist der Winkel zu flach, werden überlagerte Münzen zu weit mitgenommen und fangen erst spät an, hinunterzurutschen. Dadurch kann es passieren, dass falsche Münzen in die Kanäle gelangen. Ist der Winkel zu steil, legen sich die Münzen nicht in die Drehscheibe und werden nicht nach oben transportiert. Dies kann verhindert werden, indem man den Winkel der Grundplatte und der Drehscheibe richtig dimensioniert. Hier sieht man, wie es aussehen sollte. Auch bei einer größeren Menge an Münzen wird diese nicht zu weit mit nach oben genommen. Bevor sie den ersten Auswurfkanal erreichen, rutschen sie wieder hinunter. Man sieht auch sehr schön, wie sich Münzen, die sich an die Seitenwand der Drehscheibe gelegt haben, sauber in die Ausnehmung der Scheibe rutschen. Bevor die Münzen die Auswurfkanäle erreichen, müssen diese ausgerichtet werden. Dies erfolgt durch die Schwerkraft. Die Münzen zentrieren sich am Innenradius der Scheibe. Abhängig von diesem Winkel zentrieren sich die Münzen früher oder später. Grundsätzlich ist es gut, wenn sich die Münzen so schnell wie möglich ausrichten. Ein steiler Winkel bewirkt eine schnelle Ausrichtung. Ein flacher Winkel zentriert die Münzen erst kurz vor dem ersten Auswurfkanal. Ein zu großer Winkel bringt jedoch den Nachteil, dass die Ausnehmung sehr groß wird. Dadurch kann es passieren, dass 2 Münzen in einer Ausnehmung zum Liegen kommen. Um
die Münzen zu detektieren, werden Infrarot-Reflektionssensoren benutzt. Der Sensor gibt ein analoges Signal von 0 bis 5 Volt aus. Der Arduino wandelt dieses Signal in ein digitales um. Die Sensoren benötigen einen minimalen Arbeitsabstand, um ein verwertbares Signal zu erzeugen. Ab etwa 40 mm zum Objekt steigt der analoge Wert stark an. Es ist also wichtig, dass sich zwischen Sensor und Rückwand des Auswurfskanals mindestens 40 mm Abstand befinden. Da die Sensoren auch auf das Umgebungslicht reagieren, sollte man die Maschine bei konstanten Lichtverhältnissen betreiben. Hier sieht man den Arduino-Code. Als erstes ist es wichtig, die SPI und Grafikbibliothek für das Display einzubinden. Es werden die Datenleitungen und eine Instanz des Displays deklariert. Hier die Variablen, in denen die Anzahl der Münzen gespeichert werden und die analogen Eingänge der Sensoren. Über diese Variablen spreche ich später. Die H-Brücke für den Motor und den Taster deklariere ich hier. Diese zwei Werte sind sehr wichtig. Mit der Sensor-Buffer-Variable wird die notwendige Abweichung des Sensors bestimmt, ab wann er ein Signal als Münze erkennt. Mit der Variable Sensor-Delay-Time wird der Sensor kurz nach dem Erkennen einer Münze für eine gewisse Zeit deaktiviert. Dies ist nötig, damit man nur ein Signal pro Münze bekommt. Der Pull-Up-Widerstand des Arduino wird für den Taster aktiviert, um diesen einen definierten Pegel zu geben. Das Rotationsmenü für das Starten und Beenden der Maschine ist relativ einfach. Es wird die Variable Button State abgefragt und das Display dementsprechend angezeigt. Da ein Taster immer mehrere Signale pro Druck erzeugt, wird ein kleiner Zeitversatz eingebaut, um den Taster zu entprellen. Hier nun die Logik des Zählmechanismus. Wenn eine Münze in den Auswurfkanal fliegt, wird die Variable Sensor Time auf die derzeitige interne Systemzeit gesetzt. Wenn nun der gemessene Analogwert größer ist als der davor eingestellte und die Systemzeit größer ist wie die Zeit der vorhergehenden Münze plus des eingestellten Wertes, wird die Münzvariable um eines erhöht. Dies geschieht für jeden der 5 Auswurfkanäle. Der Rest ist nur mehr reine Displayprogrammierung. Fazit muss ich sagen, die Maschine funktioniert bei konstanten Lichtverhältnissen wirklich sehr gut. Abhängig von der Drehzahl der Scheibe finden sich zwar immer wieder falsche Münzen in den Kanälen, aber es sind sehr wenige. In der Videobeschreibung sind die erforderlichen Dateien für den 3D-Druck, der Arduino-Code, die Stückliste und die Konstruktionszeichnungen der Maschine verlinkt.